Herzlich willkommen bei Brennenmunder. Nur wenn in einer Molekülwolke oder irgend sowas ein Objekt entsteht, heißt noch lange nicht, dass unbedingt ein Stern entstehen muss. Es gibt noch diese sogenannten kosmischen Verlierer, die keine Sterne werden konnten. Sozusagen sind sie auf der Strecke geblieben. Und das sind diese braunen Zwerge. Das ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Braune Zwerge sozusagen ein Zwischenstatus zwischen einem Planeten und einem Stern. Sie haben zwischen 12 und 75 Jupitermassen. Wer ist mehr, wer ist ein Stern, wer ist weniger, wer ist kein Stern. Aber warum ist es kein Stern geworden? Weil die Masse zu niedrig war. Und damit erstmal für eine Wasserstofffusion, was die Sterne gekennzeichnet, überhaupt genügend Druck und Temperatur erreicht werden kann im Inneren, muss die Masse bei über 8% der Sonnenmasse liegen. Liegt sie da drunter, wie bei braunen Zwergen zum Beispiel, reicht der Druck sowie die Temperatur im Inneren nicht aus. Aber trotzdem haben braune Zwerge Fusionsprozesse. Das ist einmal das Deuteriumbrennen ab 13 Jupitermassen und ab 65 Jupitermassen das Lithiumbrennen. Aber jedoch hält das nicht lange, weil braune Zwerge entstehen ja wie Sterne sozusagen. Und haben am Anfang eine Temperatur von 2 bis 3000 Grad. Aber mit der Zeit kühlen sie sich ab, weil das Deuteriumfusion sehr, sehr schnell zum Erliegen kommt. Also sie halten ja nicht lange durch. Wie bei den Sternen werden auch bei braunen Zwergen Spektralklassen zugeordnet. Also ein